Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video in der kleinen Code-Reihe. Vorab, es tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Wenn man das raushört, tut es mir leid. Heute kommt auch eher ein Video mit eher weniger drin. Oder zumindest vom Inhalt. Wir machen heute einmal eine FPS-Anzeige und danach noch, wie ihr den Client exportieren könnt und ihn quasi über den Minecraft-Launcher starten könnt. Ja, würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Als erstes würde ich sagen, machen wir mal ein neues Package im Client-Package. Und dieses Package würde ich jetzt einfach mal Mods nennen. Und dort drin erstellen wir eine neue Java-Class, die nennen wir einfach mal FPS. So. Bevor wir dort anfangen, gehen wir in die Client Class und dort schreiben wir rein. Dort schreiben wir rein Public Static FPS. Ja, FPS vielleicht New FPS. Speichern wir und dann können wir hier weitermachen. Wobei, nee. Davon gehen wir hier in GUI Ingame. Das könnt ihr wie immer mit Double Shift finden. Etwa Zeile 350. Dort bei GL State Manager, wo am Ende Enable Alpha steht. Da gibt es ein paar verschiedene. Aber es soll etwa Zeile 350 sein bei euch. Und dort schreiben wir rein. Den Namen der kleinen Class, bei euch wird der Name dann halt so sein, wie ihr die halt genannt habt, ne? Da schreiben wir rein klein.fps. Ach Quatsch, das haben wir noch nicht gemacht. Entschuldigung, er schreibt mich hier rein: public void draw. Zack. Und dann hier. Und jetzt können wir das Ganze hier auch machen. Dann speichern wir das und hier in diesen Public Void hier schreiben wir rein MC. Achso, ich bin schon wieder ein bisschen verplant. Wir schreiben davor in die Klasse rein, quasi als hier. Es fällt mir das Wort nicht ein, es tut mir leid. Wir sagen Public Minecraft. MC ist Minecraft.getMinecraft und dann schreiben wir hier rein MC.fontRenderer Object.drawString und dort schreiben wir dann rein jetzt zum Beispiel zack FPS plus Minecraft.getDebugFPS 4, 4, minus 1. Minus 1 ist der Shortcut quasi für die Farbe Weiß. Und das hier ist die Position. Das ist ziemlich genau ganz links am Bildschirmrand. Und dann können wir den Client direkt mal debuggen. Also starten, aber über den Debug-Mode, sodass wir ihn gleich noch bearbeiten können. Rein und jetzt seht ihr hier oben schon FPS, die FPS-Anzeige funktioniert. So, was wir jetzt noch machen können oder was ich machen will, ist, ich finde das so, wie es gerade ist, bisschen hässlich. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir quasi casten diese FPS-Anzeige. Ich mache das Ganze so, das müsst ihr jetzt nicht machen. Aber so ja, lost. Aber ihr könnt das Ganze natürlich machen. Und was ich noch ganz schön finde, also jetzt würde quasi, wenn wir das Ganze reloaden, so aussehen. Ganz kurz, bevor ihr es reloadet, ihr müsst in wo waren das? Wenn ihr in Settings geht und dann bei
Keymap. Was ist hier? Ach Gott. Achso, ja, Debugger Actions. Oder? War das hier? Ich hoffe es. Da müsst ihr euch jedenfalls euren Keybind setzen, damit ihr das reloaden könnt. Oder ihr könnt das Ganze auch. Hier mitmachen. Auf Reload Changed. Ich habe mir darauf den Keybind gesetzt. Das müsst ihr immer machen, wenn ihr im Debug-Mode seid und dann eine Änderung direkt dort haben wollt. Das geht nicht bei jeder Änderung, aber bei den meisten. Und was ich jetzt hier noch ganz gerne mache, ist, ich sage hier das Paragraphenzeichen. Das mit dem Paragraphenzeichen kann man in Minecraft die Farben ändern. Das ist von Minecraft so gemacht. 7. 7 ist so ein Grauton. Dann Paragraph 6, das ist. Quatsch, Paragraph 7 ist ein Grauton. Paragraph 6 ist so orangemäßig. Und dann nochmal Paragraph 7. Und jetzt sag ich plus Paragraph. Wie mache ich das? Plus Paragraph F. Plus Paragraph F. Und dann plus Minecraft.getDebugFPS. Dann reload ich die Classes. Warte, bis es fertig ist. Dann sieht das Ganze so aus. Ich denke, wir machen hier noch einmal ein Leerzeichen rein. Zack, dann sieht das so aus. So finde ich es eigentlich immer relativ nice. Und das war es im Grunde auch schon mit den FPS. Das Ganze kann man jetzt noch scalen. Das zeige ich vielleicht in zukünftigen Video. Das mache ich nicht jetzt. Also das werde ich sicherlich in einem zukünftigen Video noch machen. Genau. Das ist die FPS-Anzeige. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den Code, wie ihr das Ganze exportieren könnt und dann in Minecraft starten könnt. Also, dazu gehen wir hier drauf. Ja. Und dann sagen wir Artifacts plus jar from module with dependencies. Dann als Main Class nehmen wir die Stadtklasse. Und dann sagen wir hier, ja, PvP Client passt. Sagen wir okay und okay. Und was ihr jetzt macht, ihr geht bei Build auf Build Artifacts und sagt dann Build. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, müsst ihr Rebuild sagen. Aber haben wir noch nicht gemacht. Aber jetzt machen wir hier Build. Dann baut das Ganze. Wenn das fertig ist bei euch, dann geht ihr in euren, wo habe ich das hier, Client-Ordner, dann in Eclipse, Client, und dann habt ihr hier Classes, da geht ihr rein, Artifacts, Client, und das hier ist die JAR-Datei. Was ihr jetzt macht, ihr sagt, ihr macht Windows-Taste plus R gleichzeitig, gibt dann da %UpData% ein, sagt okay, geht dann auf .minecraft, dann in den Versions-Ordner und dort erstellt ihr euch einen neuen Ordner. Ich nenne den jetzt einfach mal pvp-client, genau, pvp-client und dort kopieren wir die JAR-Datei rein, die nennen wir dann genauso wie den Client-Ordner. Und jetzt, was ihr machen müsst, ist, ihr braucht eine extra JSON-Datei für die 1.8.8. Ich packe euch dann in die Beschreibung. Die könnt ihr euch runterladen. Dann kopiert ihr die hier rein. Nennt die genauso. Ich habe die jetzt aus einem anderen Client quasi rauskopiert. Also auch davor schon.
Und dann editet ihr die. Ihr könnt es mit Notepad machen, ihr könnt es, glaube ich, auch mit einem normalen Editor machen. Und ihr müsst hier eine Sache nur ändern. Und zwar, das ist diese hier die ID, ja. Und dort schreibt ihr dann genau das gleiche rein, wie alle Sachen dort heißen. In dem Fall jetzt PvP-Client, zack, speichert ihr. Und jetzt müsstet ihr, wenn ihr in den Minecraft-Launcher geht und dann unter Installation neu sucht ihr Release, oh. Release PvP-Client. Und das könnt ihr dann nennen, wie ihr wollt. Ich sage jetzt einfach mal PvP-Client erstellen. Dann wählt ihr den hier aus. Ich hoffe, es funktioniert. Ach so, oh mein Gott. Was ich vergessen habe, was ihr machen müsst, das fällt mir gerade mal ein. Im PvP-Client, den öffnet ihr mit WinRAR. Holt euch WinRAR, wenn ihr es nicht habt. Kein normaler Mensch hat eigentlich WinRAR nicht. Es ist eigentlich kostenlos, die Lizenz läuft halt nicht ab. Und hier diesen Meta-Info-Ordner, den löscht ihr. Weil da kriegt ihr normalerweise einen Error, wenn ihr das startet. Das Ganze kann kurz dauern. So, zack, zack. Ich glaube, wir müssen den Minecraft-Launcher dafür nicht neu starten. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, starten wir das Ganze mal schnell neu. Aber ich denke, es passt. Ah ja, hier jetzt sehen wir Loading Client. Sind wir im Client drin? Können wir mal in eine neue Welt gehen? Und dann sehen wir dort oben FPS. Das passt. Wir können natürlich auch mal auf zum Beispiel Gommel drauf gehen. Und dort haben wir auch unsere FPS-Anzeige. Und ja, genau, das war's eigentlich. Ich denke auch, damit sind wir dann fertig mit dem Video. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, für mehr ein Abo da lassen. Ich schaue mal, ob ich die Woche vielleicht sogar noch ein Video raushaue. Das nächste, was ich machen will, ist eigentlich so eventuell Keystrokes, da wurde nachgefragt. Oder CPS-Anzeige will ich auch auf jeden Fall noch machen. GUI, hier Dings Armor Display. Ansonsten weise ich euch darauf hin. Auf mein Twitter, Link in der Beschreibung dafür. Dort werdet ihr immer als erstes benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Also schon vor dem Video. Und an sich kommen da ein paar Status-Updates einfach. Gerne folgen. Bei Problemen oder so, wie immer, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch da so gut wie möglich zu helfen. Und auch bei anderen Sachen, die ich als nächstes bringen soll, könnt ihr gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ich lese alle Kommentare durch. Sind ja jetzt auch noch nicht so viele, die ich da kriege. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Viel Spaß mit eurem Client. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so benutzen werdet, aber keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die einfach das Ganze simpel mögen und vielleicht nur ein, zwei Anzeigen da haben wollen. Ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschö, bis zum nächsten Video.